Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Endlich haben wir es geschafft. Mein allererster Filme- und Serienrückblick Juli und August ist online. Wir haben ja oft darüber auf Instagram gequatscht, dass ich das unbedingt machen möchte. Mir ist irgendwie nur nie ein passender Name eingefallen. Der ist mir immer noch nicht eingefallen. So ein kurzer catchy Name, aber ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, welche Filme und Serien ich so in der letzten Zeit gesehen habe, ein bisschen meinen Senf dazu abgeben und außerdem gibt es etwas zu gewinnen, also bleibt unbedingt dran bis zum Schluss und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, meine Lieben, ich mische das jetzt einfach durch, Filme und Serien, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Den ersten Film, den ich euch vorstellen möchte, den habe ich erst gestern gesehen. Ich war gestern im Kino mit den Mädels. Hier gab es im SI-Zentrum eine Ladies Night bei Cinemax. Und ich habe sogar was gewonnen bei der Ladies Night, weil die machen immer so Tombola oder also die verlosen immer irgendwas und ich habe sogar gewonnen. Auf jeden Fall haben wir Deine Juliet angeschaut. Ich habe die Eintrittskarten zugeschickt bekommen und durfte den Film eben anschauen. Wir haben Rotz und Wasser geheult. Ich glaube, alle Frauen, da waren nur Frauen drin, weil das war Ladies Night, alle Frauen, die im Kino saßen, ich habe es gehört um mich herum, haben alle Rotz und Wasser geheult. Der Film ist jetzt ganz neu im Kino. Ich erzähle euch mal ganz kurz, um was es geht. Deine Juliet, vielleicht kennen die ein oder anderen das Buch, weil das ist eine Buchverfilmung. Ihr könnt das unter anderem auch als Hörbuch bei BookBeat zum Beispiel anhören. Ich kannte es vorher nicht, muss ich ehrlich zugeben, obwohl es ein Weltbestseller ist, habe ich vorher leider noch nie was davon gehört, aber ich bin gerade dabei, das Hörbuch nochmal zu hören, weil ich so verliebt in die Geschichte und vor allem in die Charaktere bin, dass ich noch nicht loslassen kann, so. Es geht hier auf alle Fälle um die Nachkriegszeit, also wir sind 1946, glaube ich, in London nach dem Zweiten Weltkrieg und begleiten die Autorin Juliet Ashton. Die wird gespielt von Lily James, vielleicht kennen Sie die ein oder anderen aus Downton Abbey oder aus Cinderella. Ich habe gar nicht erst erkannt, dass sie die Cinderella-Schauspielerin ist. Da hat mich meine Cousine darauf aufmerksam gemacht. Wahnsinnig tolle Schauspielerin und das ist ja meistens, wo ich mich am meisten darüber gefreut habe, der männliche Protagonist ist kein anderer als, okay, jetzt kommt's, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Michiel Huysmans. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Vielleicht kennt ihr ihn aus Game of Thrones oder Für immer Adeline. Ich finde ihn so toll. Ich finde ihn wahnsinnig toll. Und als ich gesehen habe, dass er der männliche Protagonist ist, ich habe mich so gefreut, weil ich liebe ihn in Game of Thrones. Und auch hier, er hat so gut gespielt. Aber auch Lily James war so eine tolle Schauspielerin. Ja, wir befinden uns London 1946. Das Leben nimmt wieder seinen Lauf. Wir erfahren hier viel darüber, wie es den Menschen nach dem Krieg ergangen ist, nach den Bombenangriffen, wie es mit dem Wiederaufbau der Stadt läuft und ja, erfahren einfach viel über die Belagerung der Deutschen in England. Und die Autorin ist ja, sehr erfolgreich, ist auf Lesetouren im ganzen Land unterwegs und bekommt auf einmal einen Brief von einem gewissen Dorsey, der ihre Adresse aus einem Buch hat, das er auf seiner Insel gefunden hat. Ja, die beiden fangen an, Briefe zu schreiben, lernen sich kennen und Juliet beschließt selber, sich auf den Weg zu machen und Dorsey zu besuchen, weil Dorsey und seine Freunde haben nämlich einen Literaturclub gegründet. Und zwar nennen sie sich, jetzt muss ich kurz ablesen, die Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Warum, wieso, weshalb es zu diesem Namen gekommen ist, das solltet ihr unbedingt selber anschauen. Es geht hier aber viel um den Krieg. Es ist ein sehr dramatischer Film. Wir erfahren hier die Geschichte dieses Buchclubs, wie es zu diesem Buchclub gekommen ist, warum sie überhaupt einen Buchclub haben, warum man in Zeiten des Zweiten Weltkrieges einen Buchclub startet. Und ja, da verbergen sich einige Geheimnisse, einige schlimme Schicksale. Und es gibt natürlich auch eine Prise Liebe in dem Ganzen. Es war einfach so wunderschön. Es war, also mir,
während des Filmes haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich war glücklich, ich hab geweint und gelacht. Ich glaube, wir haben alle sämtliche Emotionen durchgelebt in diesem Film. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass dieser Film so bewegend ist und so wunderschön ist. Bin einfach wirklich so begeistert von diesem Film und darum höre ich gerade noch das Hörbuch, weil ich noch nicht loslassen will, weil diese Charaktere, also die ganzen Protagonisten dieses Filmes, die wachsen einem so ans Herz, dass man sich am liebsten wünschen würde, man könnte zurück in die Zeit reisen und Teil von diesem Buchclub werden, weil die einfach so toll sind. Es ist wie eine Familie und es war einfach ein wunderschöner Film. Ich zeige euch am besten einfach mal kurz den Trailer, damit ihr euch selber einen kleinen Einblick darüber machen könnt. Sehr geehrte Miss Ashton, mein Name ist Dorothy Adams. Ich gehöre einem Buchclub an. Die Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Gegründet von Elizabeth McKenna, um uns durch die Zeit der Besatzung zu helfen. Was Lesen diesen Leuten gegeben hat. Endlich kann ich etwas schreiben, das mir wichtig ist. Eine echte Schriftstellerin will uns kennenlernen. Entschuldigen Sie bitte. Hey! Entschuldigung. Wir haben Sie erwartet. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Sie sind das also. Dann kennen Sie sich doch bereits. Wir hätten Sie heute vor dem Hotel fast erschlagen. Oh, und ich habe gedacht, aus einem früheren Leben. Heute ist natürlich wahrscheinlicher. Und ich würde unheimlich gern über Sie schreiben, über Ihren Club. Und Ihre Gründerin, Elizabeth McKenna? Ich freue mich so darauf, Sie kennenzulernen. Das wird nicht möglich sein. Es steckt mehr hinter dieser Geschichte, als Sie Ihnen erzählen werden. Was ist passiert? Es ist nicht an mir, das zu erzählen. Sie wollen nicht, dass ich über Sie schreibe. Der Krieg ist für Sie nicht vorbei. Elizabeth musste auf Gedeih und Verderb ihrem Herzen folgen. Und du musst dasselbe tun. Du hast genügend Mut dazu. Ich habe Dinge gesehen, von denen ich dachte, sie wären unmöglich. Ich habe auch Menschen verloren. Wenn Sie es mir gestatten, würde ich Ihnen gern helfen. Sie sind anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Wen haben Sie sich denn vorgestellt, Mr. Adams? Glaubt ihr, man kann sich Menschen zugehörig fühlen, bevor man ihnen überhaupt begegnet? Mir ist nur allzu bewusst, wie sehr euer Leben meines für immer verändert hat. Wenn Bücher die Macht haben, Menschen zusammenzubringen, hoffe ich, dass dieses hier sein Zauberwerk vollbringt. Ja, ihr könntet bestimmt sehen, wie wunderschön auch die Kostüme sind, die Frisuren und ach, es war einfach alles großartig. Also ich glaube, das ist von allen Filmen wirklich, die ich dieses Jahr schon gesehen habe, einer meiner Lieblingsfilme und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ich werde diesen Film unbedingt nochmal angucken. Wahrscheinlich, sobald ich das Hörbuch beendet habe, werde ich nochmal ins Kino gehen und den Film nochmal angucken. Es ist wirklich eine ganz große Empfehlung. Auch meine Freundinnen waren auch alle begeistert. Wer mir auf Instagram folgt, der hat wahrscheinlich die Reaktionen der Mädels gesehen. Ich habe direkt nach dem Kino gefilmt. Ich darf euch, was mich so sehr freut, 5x2 Kinotickets verlosen. Das heißt, 5 Zuschauer können je 2 Tickets gewinnen und selber ins Kino gehen und sich selber davon überzeugen, was mich so sehr freut. Am liebsten würde ich euch allen Tickets zuschicken, weil ich finde, jeder muss diesen Film gesehen haben. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Lest es euch bitte genau durch, auch die Teilnahmebedingungen, weil eure Daten werden nämlich an die Agentur weitergegeben, die die Tickets an euch rausschickt. Darum lest es euch bitte alles genau durch, was unten in der Infobox steht, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und ich hoffe, dass ihr den Film genauso sehr lieben werdet wie ich, weil ja, mir hat er wirklich sehr viel bedeutet und ich glaube, ich werde auch noch lange Zeit über diesen Film nachdenken und ihn auch nicht so schnell vergessen. Also wirklich ganz, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Dann kommen wir zu der Serie, die ich hauptsächlich gesuchtet habe in letzter Zeit. Und zwar waren es die Royals.
Bleiben wir mal in England, allerdings im gegenwärtigen England. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, die gibt es bei Amazon Prime. Das ist mit Liz Hurley und die anderen Schauspieler kenne ich, glaube ich, alle nicht. Auf jeden Fall geht es quasi um die englischen Monarchen. Allerdings ist das Ganze so ein bisschen übertrieben. Also da geht es um Sex, Drogen, Skandale im englischen Königshaus. Ich bezweifle, dass es im wirklichen englischen Königshaus so zu sich geht. Ich hatte die Serie damals vor Jahren schon mal angefangen zu schauen und ich fand sie aber irgendwie blöd. Und ich wollte ihr aber immer mal wieder nochmal eine Chance geben, weil voll viele haben gemeint, nee, es lohnt sich dran zu bleiben. Und tatsächlich, mir hat sie dann auch wirklich gefallen. Ich fand sie sehr unterhaltend und ich liebe Jasper einfach. Also wer ist alles Team Jasper? Ich finde ihn so toll. Ja, ich habe die Serie komplett durchgesuchtet. Ich war danach total traurig, weil es jetzt erstmal vorbei ist, weil wir uns erstmal gedulden müssen, bis die nächste Staffel kommt. Aber das ist auch auf jeden Fall ein absoluter Serientipp von mir. Dann habe ich einen Film geschaut, den ich auch schon ewig schauen wollte. Und zwar habe ich Duff angeschaut. Und bei Duff geht es um, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe jetzt den Namen vergessen, leider. Auf jeden Fall geht es um ein Mädchen und sie hat zwei beste Freundinnen. Und die zwei besten Freundinnen, das sind halt die Schönen, die Hübschen, die Beliebten. Und sie ist halt einfach, sie steht einfach in Schatten von den beiden. Aber sie merkt es nie, bis einer zu ihr sagt, hey, du bist voll die Duff. Was heißt denn Duff nochmal? Ich habe es vergessen. Ich schreibe es euch mal dahin. Ich habe es gerade voll vergessen. Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass es halt in jeder Gruppe immer einen gibt, der unbeliebter ist oder den die anderen Leute benutzen, um an die Beliebteren ranzukommen. So. Es ist halt so ein typischer Teenie-Film, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich fand ihn wirklich ganz süß. Ich fand auch die Message dahinter fand ich wirklich toll. Und ich mag die Schauspielerin sehr gerne, weil, kommen wir gleich zur nächsten Serie, das ist nämlich die Schauspielerin, die auch bei Good Girls mitmacht. Das ist ja eine neue Netflix-Serie und ich fand das so gut. Ich muss ehrlich sagen, als ich zuerst von Good Girls gehört habe und auch den Trailer gesehen habe, hat es mich gar nicht angesprochen. Ich dachte mir so, weiß nicht, kein Bock so. Aber nachdem jeder davon gesprochen hat, wie lustig und wie cool diese Serie ist, musste ich sie einfach anschauen. Wir begleiten hier drei Mütter, die alle in Schwierigkeiten stecken. Die eine ist alleinerziehend und verdient nicht genug Geld, um ja, ihre Tochter oder das Sorgerecht ihrer Tochter zu behalten, weil ihr Ex-Mann ist nämlich stinkreich mit seiner neuen Frau und die kämpfen nämlich darum, dass sie das Sorgerecht für die Tochter bekommen. Ihre Schwester, die auch mit im Trio ist, sie findet heraus, dass sie super verschuldet sind, weil ihr Mann treibt es mit irgendeiner Sekretärin und ja, achtet gar nicht drauf, dass die Hypothek nicht mehr gezahlt werden kann etc. pp. Und die dritte im Bunde ist Mutter eines kranken Kindes und sie weiß nicht, wie sie die Arztkosten für ihre Tochter bezahlen soll und ja, steckt auch in finanziellen Problemen. Was machen die drei, die in finanziellen Problemen stecken? Genau, sie überfallen den Supermarkt, in dem eine von denen arbeitet und ja, stecken auf einmal mitten in der Scheiße. Und es ist so lustig. Also man fühlt so mit denen. Es ist sehr spannend, es ist witzig, es macht einfach Spaß. Man schließt die Protagonisten so ins Herz und ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel. Ich kann es nicht abwarten. Echt eine tolle Serie. Gerade jetzt so für den Sommer, was man nebenher schön angucken kann. Ja, echt wirklich toll geworden. Und der letzte Film, den ich angeschaut habe, so in den letzten zwei Monaten, ist auch ein Film, den ich wahnsinnig ergreifend fand und sehr, sehr, sehr schön. Und zwar geht es, und zwar heißt der Film Tulpenfieber. Und hier sind wir in Amsterdam. Wir lernen quasi, was es mit dem ganzen Tulpenhype in Holland auf sich hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, warum Tulpen so mega gehypt sind oder warum alles so mit Tulpen zu tun hat, wo ich in Amsterdam war. Da gab es alles mit Tulpen. Überall gab es Fake-Tulpen zu kaufen, Tulpen hier, Tulpen da, Tulpen überall. Aber wie sind die Tulpen eigentlich nach Holland gekommen? Warum sind denn Tulpen so besonders? Und hier geht es eben um Tulpen und um eine Frau, die aus einem Waisenhaus an einen reichen Mann verheiratet wurde, ihm aber keinen Erben schenken kann und die dann eine Affäre mit einem Maler anfängt. Also wir erfahren viel über ihr Leben, über ihre Geschichte und es ist ein historischer Film.
Aber auch so wunderschön, die Kostüme, die ganzen Szenen. Also, es ist auch so eine dramatische Geschichte. Ich habe das im Zug angeguckt. Da war ich auf dem Weg nach Düsseldorf. Und ich, oh Gott, ich saß da, ich hatte so Tränen in den Augen. Und dann war es teilweise so spannend. Und da sind so Sachen passiert, ich so, nein, 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 das kann jetzt nicht sein. Und ich musste mich so beherrschen, weil sonst hätten die Leute um mich herum gedacht, ich wäre total verrückt. Also Tulpenfieber, ein wunderschöner Film, wirklich ein wunderschöner Film. Also wenn ihr historische Filme mögt, wenn ihr euch für Amsterdam, für die Niederlande, wenn ihr euch dafür einfach interessiert, schaut es euch unbedingt an. Eine absolute Empfehlung, wirklich, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und ja, das war es eigentlich auch schon so mit den Filmen und Serien, die ich in letzter Zeit angeschaut habe. Was habt ihr denn so geguckt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und habt ihr schon Deine Juliet gelesen oder den Film schon? Wart ihr schon im Kino? Der ist ja jetzt gerade ganz aktuell erschienen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den auch so großartig fandet wie wir. Das würde mich sehr interessieren. Denkt ans Gewinnspiel, ist unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr wollt, dass ich nochmal zu einem Filme- und Serienmonat hochlade, dann hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass euch das gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!